Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Need for Speed Heat. Wir machen weiter an der Story und ich habe was rausgefunden. Und zwar habe ich das schon mal gefragt, also mich selbst sozusagen, ob man direkt zur Garage kommt. Und das geht tatsächlich, indem man hier auf Garage geht. Man kann ja immer auf Leistungstuning gehen. Da kann man sogar währenddessen tunen? Nee, kannst du nur gucken. Achso, du kannst die dann wechseln, okay. Gut, das einmal und man kommt hier zur Garage. Zack. Natürlich auch nett. Ich frage mich, ob das dann noch in der Nacht geht. In der Nacht sollte das eigentlich nicht gehen. Wenn das geht, wäre ich ein bisschen enttäuscht. Aber gut. Apropos Nacht. Eigentlich müsste ich jetzt mal in der Nacht weiterfahren. Ich guck mal, ob ich nicht doch nochmal was tunen kann. Aber Bremsen machen mein Auto leider nicht schneller. Könnte sich ein Turbo holen, Alter. Komm, gib ihn. Der muss auch noch eingebaut werden. So, wir wollen dann eigentlich weitermachen. Ich muss sagen, man müsste eigentlich dem Wagen jetzt demnächst mal auch einen anderen Look verpassen. Also teiletechnisch finde ich den da nicht so okay. Klar kann man den natürlich hier und da noch ein bisschen breiter machen mit Kupplung. Ich mag den aber momentan in diesem schlichten Tuning. Ich mag den irgendwie. Ich will den eigentlich nicht verändern. Maximal irgendwas in Sachen Menüs oder so. Aber vielleicht werde ich mich dazwischendurch mal ransetzen. Vielleicht schaffe ich es dann auch das wenigstens zu streamen. Weil das ja nicht so viel anfordert. Ja, aber der Stream war schon katastrophal. Muss ich mal gucken. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir gehen in die Nacht. So, dann würde ich das jetzt mal gern wissen. Nein, warum geht das? Dann möchte ich erstmal das hier fahren. Ah ne, das ist, hä? Dann ist das gelockt. Ach, nachts, ah, okay. Das ist also keine Nacht, ah. Ich verstehe. Okay. Mann. Das haben die Entwickler aber auch mit Absicht gemacht. Jetzt geht der Wagen aber schon gut ab, ey. Ich bin auch gerade mal überlegen, wie komme ich nochmal ins Live-Tuning? So. Dann wechsle ich die Musik. Da komme ich rein. Okay. Ist das immer noch da? Ich hatte gehofft, dass ich jetzt diese ganzen Racing-Teile drin habe, dass der dann eigentlich nicht mehr driftet. Aber den nochmal driften zu sehen, ist auch nochmal cool. Ja, ich glaube, ich lasse die Traktionskontrolle mal doch noch eine Weile an. So, Anna, was hast du so Schönes für uns? Kommen wir mal ein bisschen in der Story weiter. Ich hoffe, du bist bereit. Dir auch hallo. Komm mir einfach nach. Danke. Deine letzte Crew. Du bist besser als sie. Hoffen wir's. Also, die Speed Boys. Wer sind die? Naja, Kenny natürlich. Unsere Midlife-Crisis auf Rädern. Und Daryl. Er redet nicht viel, ist aber der Bessere. Guck mal, Anna, man kann auch in Kurven fahren. Aber gut, sie hat wahrscheinlich einfach eine Driftabstimmung. Sie sind die herausgeforderte Crew, also wählen sie die Strecke. Und da Kenny es niemanden außer sich selbst leicht macht, solltest du mit Überraschungen rechnen.
Sieht schon mal vielversprechend aus. Sieht nach einem illegalen Straßenrennen aus. Anna Rivera und ihr unfähiger kleiner Sidekick. Denkst du echt, ihr seid den Speed Boys gewachsen? Kenny? Hey Daryl. Was geht? Bock auf eine Gratisfahrstunde? Wir warten an der Ziellinie auf euch. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Also eigentlich müsste ich die easy fertig machen, weil die Stufe, die empfohlene, die 140, habe ich ja schon ziemlich weit übertroffen. Mal, mal gucken. Mir fällt auch gerade noch was ein. Ich habe so das böse Gefühl, dass ich einige Videos tatsächlich nochmal neu hochladen muss. Wegen Copyright-Gedönse. Aber ich glaube, weil die Musik noch relativ leise im Hintergrund läuft, habe ich da vielleicht noch Glück. Genießt die Aussicht! Ab jetzt geht's nur noch abwärts! Ja. Bleiben aber allesamt noch gut dran. Richtige Sprünge hier. Ich liebe die Meeresbrise. Da war eine schöne Tafel, da muss ich mich aber leider später mal drum kümmern. Okay, ich war kurz verwirrt. Schlag mich sehr gut, ey. Ich bin richtig weit in Führung. Unseren Sprung gemacht. Also das fällt mir gerade echt wieder auf. Also die Stadt wirklich so tags und nachts über direkt wieder zu erkennen, da habe ich so momentan meine Probleme mit. Aber ich finde es gut, weil dadurch wirkt das irgendwie wie eine andere Spielwelt. Und durch den Tunnel bin ich auch noch gar nicht gefahren. Da habe ich auch schon häufig in Trailern und so gesehen. Nice. Boom! Jetzt kennen sie deinen Namen. Eine der Kurven hat mich einen Scheinwerfer gekostet. Was hast du erwischt? Weiß nicht, ein Mülleimer oder sowas. Müll ist es jetzt sowieso. Hey, ist das nicht dein... Oh, shit! Nein. Was soll das? Was? Hey, weg von dem Fahrzeug! Ausweis. Na los. Rivera, hä? Ist das Ihr Wagen? Ja. Gibt es ein Problem, Officer? Kommt drauf an. Wir haben eine Menge Meldungen bekommen, dass ein Fahrzeug wie dieses in illegale Aktivitäten verwickelt sein soll. Augen nach vorn. Was bedeutet? Ich habe das Recht, es zu beschlagnahmen. Wo waren Sie letzte Nacht? Wir waren hier, wir waren hier. Sie, Ausweis. Vollpfosten. Netter Name. Haben Sie ein Auto? Ja, Sir. Ja, Officer! Wo ist es? Da drüben. Nice. Vielleicht habe ich das Falsche beschlagnahmt. Sir, wo bist du gerade?
Auf dem Weg. Schlüssel. Warum das denn? Schlüssel. Wollen Sie es wieder? Sie haben 10 Tage. Dann wird es geschrottet. Aber ich denke 10, vielleicht auch früher. Waren Sie vorsichtig? Das ist so ein Moment, wo du den mir wirklich so richtig fertig machen willst, den Penner. Ey. Sag nichts. Bring mich nach Hause. Kampagnenziel, Folge ändert zu dem Rennen. Was war das jetzt alles? Da. Beende das Rennen auf dem ersten Platz, also, bring Anna nach Hause. Alles okay? Du musst das verstehen. In meinem Auto habe ich die Macht. Ich habe die Kontrolle. Jemand will was von mir? Klar, der soll nur kommen. Wenn es aber heißt, steigen Sie aus dem Wagen, Ma'am, haben die Macht. Und ich habe nichts. Wir sehen uns später. Danke fürs Mitnehmen. Ja, das ist krass, ey. Da frage ich mich jetzt echt, wie das weitergeht. Kloppen wir den irgendwann zu Brei oder können wir uns dann den 350Z wiederholen? Aber das wird, glaube ich, schwierig. Das hat null Reputation erbracht? Viel? Ich bin Rennen gefahren. Na gut. Als das Street-Racing-Problem unter Kontrolle zu sein schien, hat sich letzte Nacht eine Gruppe Racer auf den Straßen ausgetobt und dabei Schäden in Höhe von mehreren tausend Dollar verursacht. Viele Einwohner haben Angst vor dem, was als nächstes passieren könnte. Das zeigt uns doch, dass meine Taskforce nötig ist. Jetzt mehr als jemals zuvor. Diese Tat ist unverzeihlich. Und ich verspreche, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder geschieht. Also, das klingt genau nach so einer Sache, die jemand tun würde, um herauszustechen. Ja, ist halb so wild. Vermisst du es nicht? Reich mal rüber. Anna sagt, du warst gut. Gut genug für die League. Was ist passiert? Ich weiß, sie versteht es nicht. Und shit, ich auch nicht. Aber es gibt Konsequenzen, die schlimmer sind, als eine Crew zu verlieren. Weißt du, nach letzter Nacht bin ich wirklich erstaunt, dass sie noch nicht vor mir angegeben hat. Zu müde, denke ich. Ja. Wenn du Zeit hast, hätte ich da was für dich. Ein alter Freund von mir nervt voll rum. Er will sehen, was du drauf hast. Hat gute Kontakte. Ich glaube, das würde sich für dich lohnen. Sicher. Ich fahr mal hin. Danke. Kein Ding. Und jetzt zu dir. Eine lange Aufmerksamkeit abgeschlossen. Also dieses Schema haben sie eigentlich größtenteils natürlich beibehalten, was aber eigentlich nie wirklich schlecht war. Bei Payback, da ging das ja, oder war das schon 2015 so? Also bei Need for Speed 2015 war das noch nicht so wirklich, man ist eigentlich immer diese ganzen Events gefahren. Und da waren das aber noch normale Events, die dann aber irgendwie halt als Mission mehr oder weniger markiert waren. Es gab Missionen, die haben dann, da wusste man sofort, dass das zum Beispiel, man musste ins Longhorn und dann ist man da halt halt hingefahren und dann wusste man ziemlich schnell, dass man eine Zwischensequenz hat. Bei Payback ging das ja dann wirklich mit diesen Missionen los. Du wusstest, du musstest diese Rennen fahren, diese Missionen, und das war alles natürlich sehr linear, sehr geskriptet, was mir persönlich nicht so gefallen hat. Und jetzt ist es halt so, du musst jetzt gucken, dass du halt Rennen fährst, und wenn du soweit bist,
kannst eine freie Auswahl an Rennen nehmen, das ist dir frei überlassen. Da kannst du dann sagen, okay, ich möchte jetzt hier diese Mission machen und dann passiert da auch was. Finde ich eigentlich cool. Es ist eigentlich schön, dass man das so, ich sag mal, übernommen hat und natürlich dann verbessert hat. Weil so wie das in Payback umgesetzt war, fand ich es nicht ganz so schön. Gut, wir wollen erstmal noch weitermachen. Ich muss mal gucken, was können wir denn noch so Schönes machen? Ich glaube, viel Leistungstuning kann ich jetzt hier eigentlich nicht machen. Nein. Ich werde klick. Aloy. Ja, warum nicht? So, und ich bin wieder nahezu pleite. Geil. Dann würde ich sagen, weil wir uns ja erstmal von der Nacht erholen müssen, würde ich erstmal wieder sagen, fahren wir mal was am Tag, um nochmal ein bisschen Kohle reinzukriegen. Und den Rest machen wir nächste Folge, würde ich sagen. Ich hätte auch gern gewusst, wie weit ich jetzt eigentlich schon im Spiel fortgeschritten bin, aber momentan habe ich da irgendwie keinen Fortschritt gefunden. Nur damit du es weißt, mein Freund Wayne steht total auf Technik. Rechne also eher nicht mit besonders viel Racing. Er wartet am Hafen auf dich. Viel Spaß. Endlich. Diese Genugtuung. Ja stimmt, diese eine Mission können wir da hinten noch machen, ne? Aber ich glaube, das wäre ein bisschen viel für die Folge. Ich glaube, das mache ich vielleicht ein andermal. Dann fahren wir mal hier das Event. Und dann machen wir die Mission nächste Folge. Na, da hinten ist sogar Polizei. Ja, die lässt dann auch einen in Ruhe. Also tagsüber ist die tatsächlich ziemlich harmlos. Aber nachtsüber, da hast du dann richtig... Da hast du dann Muffensausen, wenn da auf einmal einer ankommt. Das ist echt cool gemacht. Das war eine gute Idee, ey. In den Tag-Nacht-Wechsel. Ich muss das leider immer mal wieder wiederholen, ey. Und ich mag mein Auto. Ich finde den schön. Die Reflexion, die rasten aber schon aus, ey. Entschuldigung, ich wollte sie nicht wegrahmen. Alter. Reflexionen des Todes auch an den Gebäuden, ne? So, Nitro ist wieder am Start. Was ich mir allerdings noch so ein bisschen mit dem Spiel überlege, also ich meine, das ist natürlich jetzt nicht so, das ist natürlich schon krass, dass man so teilweise so die halbe Stadt irgendwie so absperrt, nur damit hier so ein paar Leute hier halt hier Rennen fahren können. So ein bisschen nach dem Sinn darf man natürlich da nicht fragen, aber ich denke mir irgendwie auch so, man versucht irgendwie verzweifelt die Street Racer aus der Stadt zu kriegen, die vor allen Dingen nachts über unterwegs sind. Und dann geht man wohl einfach her und hat man mal gesagt, okay, wisst ihr was, damit ihr nächstes Mal noch Rennen fahren könnt, machen wir einfach so offizielle Veranstaltungen tagsüber, wo keiner gefährdet wird. Und dann reicht das aber einigen nicht aus und die fahren dann immer noch nachts immer durch die Gegend und das war dann wahrscheinlich Lieutenant Mercer zu viel und er hat sich dann gesagt, okay, dann müssen wir halt hart durchgreifen und ja, eventuell ein paar Leute sogar umbringen. Was man ja in der Anfangssequenz gesehen hat, was für Need for Speed-Verhältnisse krass ist. Sehr krass.
Das war ein cooler Rundkurs tatsächlich. Drei kurze Runden. Sehr gut. So, damit sind wir das Event auch gefahren. Ich guck mich mal noch ein bisschen um, bevor wir dann... Das ist eine Driftzone, ne? Ja, okay, die kann ich schon mal knicken. Ich guck mal, ob wir vielleicht hier noch mal ein paar Tafeln haben, dass ich die mal wenigstens mal mitnehme. Das machen wir eigentlich auch echt, also welche Idee ich auf jeden Fall mit dem Verkehr gehabt hätte, dass man zumindest tagsüber um einiges mehr Verkehr hat, dass nachts über nicht ganz so viel Verkehr ist, weil die Cops greifen da ja auch wesentlich härter, teilweise wirklich zu hart durch und machen das nachts über, weil es dann wohl auch nicht so viele Zeugen gibt und so weiter und so fort. Und ja, und tagsüber halt hätte man da mit dem Verkehr dann so ein bisschen spielen können, sodass man da nicht ganz so schnell durch die Gegend fährt und dadurch, dass die Cops dann auch so einen Grund haben, einen nicht unbedingt anhalten zu wollen. Weil die ignorieren ja, glaube ich, einen schon weit gefühlt. Komm schon, ich brauche Nitro. Ja, aber auch nicht. Hat gereicht. Könnt ihr mal einen Cop flott triggern, oder? Ja, dann halt nicht. Das ist, die kümmert sich halt um einen nicht tagsüber. Aber was mir auch echt gefällt, so vom Stil her, der Tag sieht doch irgendwie jetzt nochmal anders aus. Es gibt irgendwie verschiedene Situationen. Mal ist es stärker bewölkt, mal weniger. Und das sieht man irgendwie an der Optik. Also, Grafik kann echt gut einiges von dem Spiel. Aber ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge von Need for Speed Heat. Wir machen nächste Folge weiter und ja, dann ist dieses eine Event mit dem Typen da dran. Und dann gucken wir uns das mal an. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.